Bis ans Werk. Das letzte Mal hatten wir eben ja halb erfolgreich abgeschlossen. Wir konnten nicht so viel reparieren, weil wir einfach Probleme mit den Benchmark-Tests und den zu verwendenden Teilen hatten. Neue Teile sind angekommen für neue Aufträge und einmal die Grafikkarte für den bestehenden Auftrag. Hier müssen wir auf 8 GB aufrüsten und auch hier müssen wir wieder einen hohen 3D Mark Leistungswert erreichen. Da haben wir nur den Arbeitsspeicher bis jetzt gekauft, weil wir die anderen Teile einfach noch da haben. Bei ihm hier hat der PC Hitzeprobleme. Da würde ich jetzt einfach mal einen Gehäuselüfter installieren. In der Hoffnung, dass der das Ganze jetzt halten kann. Wir schalten den einmal an. Machen gerade die Seitenwand zu. Und lassen nochmal unseren Test durchlaufen. Den beobachten wir jetzt aber auch gerade mal, ob wir irgendwo hier zu hoch schießen. Die GPU passt von der Temperatur her. Leistungsaufnahme schauen wir auch mal mit. Wir haben 300 Watt Netzteil drin. Maximal sind wir bei 141 Watt aktuell. Der Tester würde jetzt noch 7 Sekunden laufen. Bluescreen kommt keiner mehr. Es sollte also jetzt eigentlich alles funktionieren. Schaut sehr gut aus. Da haben wir schon den ersten PC eigentlich fertig, den wir das letzte Mal noch begonnen haben. Und nehmen auch gleich den nächsten schon wieder mit. Da müssen wir jetzt hier die 8 GB reinbauen. Hier fehlt eine Grafikkarte. Und da packen wir jetzt die Golden Edition rein. Die MSI GTX 970, die schließen wir auch gerade mal schnell an, dass wir unseren 3D-Benchmark-Test durchführen können. In der Hoffnung, dass da jetzt der Benchmark-Wert passt und wir im Budget bleiben. Während der PC hochfährt, machen wir hier drüben schon mal die Gehäusewand auf. Und dann starten wir hier den 3D-Mark-Test. Der dauert ja bekanntlich eine Weile. Und gucken mal, hier haben wir den Laufwerksschacht, da kommen wir wahrscheinlich wieder nur von hinten dran, also machen wir die Rückseite auch noch auf. Bauen dann alle Festplatten aus, die wir haben. Gerade die Festplatte noch abgetrennt, das Kabel hier muss noch ab, dann können wir die erste Festplatte schon mal abbauen. Den anderen Laufwerksschacht aufmachen, jetzt haben wir 1,5 Terabyte ausgebaut und bauen dafür 4 Terabyte wieder rein. Schließen wir gleich mal an, dass wir das nicht vergessen. Machen den Laufwerksschacht wieder zu und die nächsten 4 Terabyte kommen rein. Auch da schließen wir erstmal wieder alles an. Laufwerksschacht zu, kommt noch unser USB-Stick rein. Dann starten wir das Ganze mal. Jetzt muss ja das Betriebssystem noch installiert werden. Und auf der anderen Seite läuft der Benchmark-Test auch noch. Von der Leistung her eigentlich ganz gut. Müssen wir nur mal schauen, ob das halt auch das ist, was wir erreichen wollen oder was der Kunde erreichen will. Ansonsten müssen wir halt, um den Auftrag abzuschließen, das Budget überschreiten. Möchte ich persönlich eigentlich nicht, aber wenn es halt nicht anders geht, müssen wir mal gucken, was wir damit machen können. So, einmal hier ausschalten. Da sind wir soweit fertig, können die Seitenwand wieder ranbauen. Machen wir einmal die vordere Seite. Dann die hintere Seite noch. Weil wir müssen ja mal wieder ein bisschen ins Plus kommen. Und dann sind wir mit dem PC hier auch schon wieder durch. So, der muss wieder entstaubt werden. Der braucht eine neue CPU, eine neue Grafikkarte. 3430 haben wir hier als Benchmark-Wert jetzt erreicht. Das heißt, es langt uns einfach nicht. Aber ich kriege halt auch das Ganze nicht übertaktet. Das ist so ein bisschen mein Problem. 3501 wollen wir haben. Jetzt bin ich tatsächlich einfach ein bisschen planlos. Ich überschreite jetzt einfach das Budget, das ist mir jetzt egal. Da kommen wir sonst nicht mehr vernünftig weiter. Da kommt jetzt der i7 rein.
Einmal den Prozessor. Was Besseres haben wir jetzt halt einfach zurzeit nicht mehr da. Die 7-6700K und der i5-6600K. Wir könnten natürlich den normalen i7-6700 reinbauen, aber halt Presto wollen wir nicht. Ob das dann so viel bringt, ich weiß es nicht. Wir hauen das Ding jetzt einfach weg, wir kriegen eine schlechte Bongle-Bewertung. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie wir sonst auf den Wert kommen sollen. Wahrscheinlich überschießen wir den jetzt, weil wir so große Teile eingebaut haben. Während jetzt dann der PC wieder hochläuft, wie gerade eben auch, Gehäusewand aufmachen. Sobald der dann hochgefahren ist, machen wir den Benchmark-Test. Der muss ja noch einmal durchlaufen, dass der hier auch für das System, also für den Auftrag, erkannt wird. Und während der läuft, putzen wir einfach mal wieder. Gehört ja auch irgendwie zu unseren Hauptaufgaben dazu. So viel Staub, wie wir hier sauber machen müssen. Aber es ist halt bei den PCs auch in echt tatsächlich so, dass oft im Gehäuse sich sehr viel Staub ansammelt. Und der halt von Zeit zu Zeit einfach mal gereinigt werden müsste. So, dann beginnen wir mal, indem wir den CPU-Lüfter abbauen. Die CPU rausmachen. Dann kriegst du von uns einen i5-6600K spendiert. Wärmeleitpaste drauf. Machen wir das schon mal zu. Arbeitsspeicher kommt raus. Dafür kommt neuer Speicher rein. Und zwar 16 GB. Und bei der Grafikkarte, da müssen wir mal gucken. Da haben wir ja noch unsere Shaw Gamer. Die 970, die ist besser als die Grafikkarte hier. Gab mal das Kabel hier noch abziehen. Die bauen wir jetzt einfach mal aus. Bauen die andere Grafikkarte ein. Und zwar die GeForce GTX 970 Gamer, die meine ich. Schließen das Ganze nicht an, weil es nicht angeschlossen werden muss. Das ist natürlich sehr praktisch, aber den CPU-Kühler, den müssten wir tatsächlich mal installieren, noch verkabeln und einmal starten. Da können wir auch gleich noch den USB-Stick mit installieren für den Benchmark-Test. Das müssen wir jetzt gerade mal noch installieren. Derweil schauen wir hier drüben, 3559, also wir sind ein bisschen drüber. Über dem Wert, den wir erreichen wollten. Das heißt, wir können hier eigentlich tatsächlich alles mal wieder zumachen und abgeben. Wir sind nicht deutlich drüber, aber die Teile, $535 haben wir jetzt bezahlt mit der Grafikkarte, mit dem Prozessor. Das Budget lag bei 465. Die PCI-Verriegelung war aber von dem anderen, ne? Nicht, dass wir da jetzt irgendwas vergessen. Oder war das, gab es das hier auch? Verdammt. Wir müssen doch hier drüben nochmal aufmachen. Warte mal, müssen wir aufmachen unbedingt? Können wir die von hinten? Ne, können wir nicht. Ich glaube nämlich, da werden auch die Teile immer nur angezeigt, die tatsächlich für den PC hier speziell sind. PCI-Verriegelung. War die auf der Rückseite? Jetzt muss ich mal gucken. Warum wir hier ein unvollständiges Gehäuse haben. Eigentlich? Haben wir irgendwas vergessen? Ist doch alles da, oder? CPU ist da. Moment mal. Ne, guck, hier sind andere Teile drin. Dann können wir hier zumindest mal kurz neu starten. Wo muss denn hier diese blöde PCI-Verriegelung rein? Kann ich hier doch überhaupt... Da muss er hin. Wir haben es gefunden. Ein Glück, wir haben es gefunden. Dann können wir zumachen. Jetzt bin ich so ein bisschen aus meinem Redefluss geworfen worden.
$535 Teile, da müssen wir schauen, 465 hatten wir als Budget zur Verfügung und natürlich noch Geld für unsere Arbeit, das waren glaube ich 170, also theoretisch vom Gesamtgeld passt alles. Nur ob die Lady das dann auch so sieht, müssen wir einfach mal gucken, jetzt machen wir gerade mal unsere E-Mails auf. Die Mönke Vanessa, 3501 möchte sie haben, wir sind dabei knapp über $600, was wir hätten. Aber ich schätze mal, dass die jetzt einfach unzufrieden ist. Genau. Weitaus mehr ausgegeben als zugebilligt. 705. Ist jetzt der Gesamtpreis, weil halt die Arbeit, die Neuteile musste bezahlen und unsere Arbeit. Aber ich bin anders einfach nicht drüber gekommen. Das ist halt einfach so ein bisschen mein Problem. Und bei dir bin ich jetzt verwirrt. Wir hatten den 3D-Mark schon bei ihm. Warum müssen wir den jetzt nochmal machen? Also da bin ich jetzt echt ein bisschen irritiert. Das scheint er jetzt über den Tag, weil wir das nicht kassiert haben, scheint er das irgendwie wieder verworfen zu haben. Dass der Test schon erfolgreich abgeschlossen wurde. Müssen wir mal schauen. Dann können wir auf jeden Fall schon mal hier die 8 Terabyte, die können wir schon mal kassieren. 5 von 5 Sternen bei Bongel, das ist super. Den 3D-Mark Leistungswert, den testen wir gerade. Und der User schickt uns was ohne Betreff. Bitte Google, wie schickt man eine E-Mail? Warum funktioniert das denn nicht? Hilfe, E-Mail verschicken für Dummies Computerkurse. Ich glaube, der hat keine Ahnung, wie man PCs verwendet. Löschen wir das einfach mal. Und die Telekom AA. Die wollen... Was seid ihr? Seid ihr doof? $0 für die Arbeit, $0 Budget, aber ein 3D-Mark Leistungswert von 3000. Ich weiß nicht, ist das ein Bug? Hat jemand die Questline hier schon mal gemacht? Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Also ich meine, das letzte Mal haben sie aber auch, glaube ich, bezahlt, ne? Wir nehmen den PC jetzt einfach mal an und gucken mal, was passiert. Zum Whiteboard? Ach Quatsch, die wollen einen kompletten PC gebaut haben. Bitte konstruieren Sie ein System mit folgenden Spezifikationen. Ja, fuck, ey. Wir wollen tatsächlich einen kompletten PC gebaut haben. Da, okay, nicht schlecht. Da müssen wir aber erst noch ein bisschen andere Aufträge machen, dass wir da das Geld zusammenbekommen. Ich hoffe, die bezahlen das dann auch, sonst haben wir ein Problem. Jetzt schauen wir erstmal mit diesem Hazel von der Gaia World. Der wollte uns hier das letzte Mal schon irgendwie was mit alternative Reparaturwerkstatt erzählen. Bei dem sollen wir eine Diagnose stellen und was reparieren. Blablabla, steht hier irgendwas Gescheites drinnen? Feuerlöscher. Angemessene Rituale. Irgendwas mit positiven Energien von dem PC. Also völlig der Gestörte. Gut, da müssen wir einfach mal schauen, was es ist. Was kaputt ist. Könnte vielleicht irgendwas in Richtung Festplatte sein. Machen wir den nächsten Auftrag gerade noch mit. Der Bruce van Cleef. Dem haben wir die 8 Terabyte reingeknallt. Hatten wir? Das war doch der eigentlich, oder? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mensch. Auf jeden Fall müssen wir da auch Diagnose stellen und reparieren. Holen wir das halt her. Und hier kriegen wir mal wieder was Vernünftiges angeboten. Einen Hardcore-Spieler für League of Legends. Wir brauchen einen Leistungswert von mindestens 2781 und wir haben 10 Tage Zeit, um das Ganze aufzurüsten. Da waren wir mit einem Budget von $405. Müssen wir mal gucken, was wir dann hinbekommen. Brauchen wir auf jeden Fall einen AMD-Prozessor und eine Grafikkarte dazu. Das nehmen wir schon mal an. Wir haben neue Teile bekommen. Dann gucken wir gerade mal schnell, was hier unsere 3D
Benchmark-Tests erzählen. Den können wir schon mal ausschalten. Dem ging es ja nur darum, dass der Benchmark-Test auch ausgeführt wird. Der will ein 3D-Mark-Leistungswert von 3160. Jetzt müssen wir da gerade mal gucken, was wir da für die Teile jetzt bezahlt haben. Der Gabriel Penibel. $25 Budget. Wir haben wahrscheinlich schon wieder zu viel ausgegeben, ne? 180, wenn 280 sind 310. Ja, sind wir wieder drüber. Da sind wir schon wieder drüber. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst diese Benchmark-Tests erreichen soll. Ich habe keine Ahnung. Den machen wir jetzt einfach wieder zu und hauen den weg. Weil wir sind halt auch von dem Wert-Test sind wir knapp drüber. Aber es gibt glaube ich auch nichts, was ich jetzt irgendwie noch so groß reduzieren könnte vom Geld her, dass wir da vernünftig hinkommen. 310. Dann hätten wir noch ein Budget von $210. Wenn wir das nehmen würden. $210. Was haben wir denn für eine Grafikkarte, die wir für $210 einbauen könnten? Da gibt's nicht viel, ne? 215. Die MSI Radeon R9380 Gaming 4G. Oder halt 180er. Die GTX 960 Gaming 2G. GTX 960 Gaming 2G. Der 1451. Und der hat halt 2100. Also das schaffen wir einfach nicht. Das schaffen wir einfach nicht. Wir hauen das Ding jetzt weg. Und kassieren halt wieder eine negative Bewertung. Aber wenigstens haben wir halt den Auftrag erfüllt und unser Geld bekommen. Müssen wir halt in der Zukunft mal gucken, ob wir das irgendwie noch besser gelöst bekommen. Ja, mehr haben wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Diagnose gestellt, kein PC mehr da. Dann kassieren wir gerade mal einen Dreck um das Budget. Ja, ich weiß. Wir sind $60 oder $65 sind wir drüber über dem Budget. Aber gut, was sollen wir machen, ne? So, der Dr. Wright. Haben wir da... Was haben wir denn da für Kabel vergessen? Ich habe doch vorhin geguckt. Oh, wir haben den Gehäuselüfter haben wir nicht installiert. Oh Mann. Und zum Dank müssen wir den 3D-Mark nochmal ausführen. Das ist halt, weißt du schließt ein Kabel an und musst den 3D-Mark nochmal ausführen. Das ist halt auch irgendwie... Naja. Was soll ich dazu sagen? Den dürfen wir noch nicht. Den haben wir angenommen. Auf dem Weg. Aber der hier, der hat ein Budget von $405. Genau. Also, gucken wir mal. Ein AMD Ryzen 5 Quad-Core. Was haben wir denn noch an CPUs da? Den 5 Quad-Core. Den haben wir nochmal da. Und eine MSI Radeon R9280. Wir gucken jetzt erstmal gerade bei den CPUs. Der AMD Ryzen 5 Quad-Core. Den können wir eigentlich nur noch mit dem 1500X upgraden. Viel mehr geht da nicht. Jetzt gucken wir mal, was der gerade kosten würde. Der würde $190 kosten. Bringt aber vom Leistungswert her gar nicht so viel. Also sagen wir mal $200, dann hätten wir noch $205 übrig. An Bauteilen. Oder wir investieren halt in eine dicke Grafikkarte. R9280 Gaming 3G. R9 3G
R9280 Gaming 3G. 1472. Da müssen wir mal schauen. Wir haben ja die Greatjaw, glaube ich. Die haben wir ja noch da, ne? Die Greatjaw. Die ist schon deutlich stärker. Die könnten wir vielleicht ja raushauen. Die Greatjaw, die kostet uns $325. Das heißt, wir hätten da noch ein Budget von $80. Der ist auf dem Weg. Ich würde sagen, wir hauen die mal rein und machen einen Benchmark-Test, wenn der da ist. Und gucken dann mal, dass da alles passt. Dann kommen wir nämlich mit unserem Budget hin. Vielleicht schaffen wir es dann da drüber. Jetzt ist auf jeden Fall alles da schon mal fertig. Und wir können ihn tatsächlich endlich mal kassieren. 5 von 5 Sternen auf Bongel. Und dann bringen wir mal schnell zum nächsten Tag und gucken mal, dass wir hier unsere Aufgaben erfüllt bekommen. Wir müssen ja auch noch dann die ganzen Teile kaufen für unseren eigenen gebauten PC, den wir brauchen. Wir bauen jetzt gerade mal beide PCs auf oder zwei PCs. Insgesamt haben wir ja drei. Wir machen als erstes mal den hier. Weil da geht es ja um den 3D-Mark-Test und der muss auch erstmal wieder durchlaufen. So, erstmal wieder die falsche Seite aufgemacht. Das werde ich wahrscheinlich bei den Gehäusen hier, bei den kleinen, werde ich das noch öfter machen. So, Kabel abtrennen. PCI-Verriegelung. Jetzt wissen wir zumindest wieder, dass er irgendwo da hinten steckt. Grafikkarte raus. Und dann kommt die Greatjaw rein. Die Greatjaw, wo bist du denn? Die Greatjaw. Zack, hinein damit. Festgeschraubt. Angeschaltet. Und der USB-Stick muss noch rein. Den 3D-Mark-Test installieren. Derweil machen wir hier schon mal auf, weil so wie das ganze Ding hier ausschaut, müssen wir erstmal wieder kräftig mit der Pressluft dran, müssen entstauben. Und dann müssen wir halt schauen, was hier genau kaputt ist. Das heißt, einfach einmal anschalten und gucken, was uns das BIOS erzählt. Vielleicht haben wir da schon irgendwie einen Hinweis. Ansonsten machen wir mal unsere Tests einfach durch. Overclocking-Test, Benchmark-Test. Und wenn das alles funktioniert, schauen wir einfach mal weiter. So, den PC starten wir jetzt neu. Keine CPU gefunden. Das heißt wohl, dass die CPU kaputt ist. Und zwar hätten wir hier den Intel Celeron G3900. Den haben wir aber sogar noch da. Den hauen wir einfach nochmal rein. Und Wärmeleitpaste drauf. Alles wieder. Oh. Der Motoni Thermal 100, der ist auch kaputt. Ja, schade. Haben wir irgendeinen anderen? Ne, haben wir nicht, ne? Der ist inkompatibel. Also, in den Shop. Ein Prozessorkühler. Motoni Thermal 100 in den Warenkorb. Und dann müsste aber auch bei der CPU, da müssten wir jetzt einen kaputten haben, ne? Genau, der ist kaputt, den können wir auch raushauen. Haben wir also hier schon mal die Diagnose gestellt, wobei das System noch nicht erkannt hat. So, warte mal, bei dir machen wir den 3D-Mark-Test schon mal an und gucken mal, was wir an neuen Aufträgen annehmen können bis dahin. Wir haben wieder neue Teile bekommen, Arbeitsspeicher, Grafikkarten, Lüfter, was halt alles mit dazugehört. Und das Film-Classics-Archiv wird angegriffen. GSU ersetzen, CPU ersetzen für $165. ESU, Shaw Power King 400. Netzteil 400 für $50. Und die CPU ersetzen den AMD Ryzen 3 Quad Core. Wollen die Neuware haben? AMD Ryzen Quad Core, haben wir da nicht noch einen da? AMD Ryzen 3 Quad Core 1300X. Der ist benutzt. Der ist aber sogar besser.
Dann würde ich nämlich einfach den mal reinpacken. Würde mir ein bisschen Geld sparen. Der T. Lange, der will die Hauptplatine ersetzt haben. Der hat wahrscheinlich ein Mortoni. Ne, er hat ein Gigabyte. G8B250M. Ist ja praktisch. Warum weiß er denn, dass ich das hier haben möchte? Nur weil ich 400 eingegeben habe? Steht hier doch nirgends drin, außer vielleicht 2400 MHz. Aber gut. Sei es drum, das ist das, was wir haben wollen. Das bestellen wir. Das nehmen wir an. Der Gutsch mag. Der will, dass der PC den Farming Simulator 17 mit empfohlenen Spezifikationen ausführen kann. Hat dafür ein Budget von $1075. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Und der T-Ritter, der braucht Upgrade-Arbeiten für einen Leistungswert von 3766. Wahnsinn. Er macht sich Sorgen wegen Gebrauchteilen. Das heißt, wir brauchen Neuware. Der hat eine GeForce GTX 950 Gaming 2G und ein Intel Celeron G3930. Wie wir das mit $550 schaffen sollen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Das ist mir echt ein Rätsel, weil wir kriegen da den hohen Wert kriegen wir einfach mit den Bauteilen nicht. Das schaffen wir nicht. Wie stellt denn der sich das vor? Der Intel Celeron G3900 ist hier. Ganz unten. Da müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir eigentlich bis ganz nach oben knallen, dass wir da einen vernünftigen Wert rausbringen. Das alleine kostet schon mal, was kostet denn der i7? 250 oder so? $250. Ganz vergessen. Danach hätten wir noch $300 für die Grafikkarte. Grafikkarte. 300. Können wir eine 1000 GTX 1060 Gaming VR 3G reinbauen. Oder wir bauen halt, ich meine, Virtual Reality brauchen wir eigentlich nicht, ne? Hat aber hier halt eine viel bessere Taktrate. Was ist denn da besser? Warte mal, GTX 1060 Gaming VR 3G. Der steht hier bei 2352 Punkten. Oder die RX 470 X8G zu 2415. Also die wäre sogar besser. Gut, wir können es probieren, ne? In den Warenkorb. Prozessor in den Warenkorb. Wobei, wir haben noch einen. Können wir uns eigentlich sparen. Aber ob wir damit den Leistungswert erreichen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Teile haben wir auf jeden Fall alle da. Und für den anderen müssten wir mal gucken, was wir da noch brauchen. Jetzt schauen wir hier gerade mal 3642 und der wollte $325 für die Teile. Thomas Ganzel. Thomas Ganzel. $405 Budget und wir haben $325 ausgegeben. Ja, passt, ne? Geil. Da haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft. Machen wir es gerade mal alles wieder schnell zu. Machen die PCI-Verriegelung drauf. Und dann können wir gerade mal schnell den PC zusammenstellen. Den anderen USB-Stick ab. Gehäuse zu. So. Wieder einfach mal die Stecker abgezogen. Das macht man nicht, Mann. Das macht man eigentlich nicht. Da kommt die Lieferung noch. Und bei dem hier müssen wir auch noch, beim Bruce Van Cleef müssen wir auch noch feststellen, was kaputt ist. Oder los? War das Netzteil kaputt? Kann den Strom nicht anschalten? Würde nämlich irgendwie dafür sprechen, dass das Netzteil einen Schaden hat. Nee, warte mal. Da tut sich auf jeden Fall nichts.
Draw Power King 250. Das bauen wir noch schnell ab und dann gucken wir gerade mal schnell nach der Zusammenstellung. Oder wollen wir das in der nächsten Folge machen? Das können wir auch in der nächsten Folge machen. Weil sonst überziehen wir wieder so gnadenlos. Netzteile, 250 kaputt. Weg damit. Das machen wir jetzt einfach noch schnell rein hier. Netzteil, gebrauchtes, drin damit. Wenn er nicht angeht, könnte es tatsächlich vielleicht das Netzteil sein. So, Bruce Van Cleef. Wir springen noch einmal schnell rüber. Bruce Van Cleef will der bestimmte Kabel haben. Nein, will er nicht. Und er sagt auch nicht, dass er unbedingt Neuteile haben will. Wir hauen dem aber mal Kabel Sleeves rein. Schaut einfach ein bisschen schöner aus. So, Hauptplatine. Ist eigentlich alles angeschlossen. Gehäuse. So, erstmal die PSU-Halterung festgemacht. Seitenteil festgemacht. Angeschaltet. Hoffentlich lädt er auch das Betriebssystem. Schaut zumindest gut aus. Können wir ausschalten. Haben wir auf jeden Fall schon mal alles erledigt. Gut, dann können wir ihn hier kassieren. 5 von 5 Sternen. Und verwerfen. Den hier haben wir auch fertig. 4 von 5 und hübschwungelnde Neuteile haben die verwendet. Finde ich eigentlich eine Frechheit, aber gut. Was sollen wir machen, ne? Bewertung ist Bewertung und wir haben neue Teile freigeschaltet. Nochmal Arbeitsspeicher. Gott, haben wir viel Arbeitsspeicher bekommen in den letzten Tagen. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen kurzen Cut. Den können wir immer noch nicht annehmen, den Auftrag. Da fehlt uns einfach noch die Erfahrung. Bestellt haben wir, glaube ich, schon das meiste. Hier müssen wir noch einen PC konfigurieren. 3D-Mark Leistungswert von 3000. Den stelle ich aber erstmal hinten an, weil wir vorher die Spezifikationen für den Farming Simulator 17 bauen wollen. 1075 Dollar haben wir da. Wir installieren mal Will It Run. Das machen wir jetzt gerade noch zum Abschluss, weil da können wir nämlich nachschauen, was wir für Spezifikationen brauchen für die empfohlenen, dass wir dann auch tatsächlich den PC so zusammenbauen können, wie das der Kunde möchte. Aber da das halt doch ein bisschen mehr Arbeit ist, machen wir das komplett in der nächsten Folge dann. Das heißt, bestellen und zusammenbauen. Farming Simulator 17 sind die empfohlenen Spezifikationen. 4 GB Arbeitsspeicher, 3 GB VRAM, also von der Grafikkarte, 6 GB Festplattenspeicher, also kommt irgendeine kleine Festplatte rein. Empfohlen wird der AMD Ryzen 5 Quad-Core 1400 und die Grafikkarte R9 280 3G. Schauen wir mal, dass wir damit hinkommen. 1075 ist, denke ich, auch ein richtig dickes Budget. Das rechnen wir dann das nächste Mal einfach noch durch. Und bis dahin bedanke ich mich für das Zuschauen bei euch. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann kommen eben die Teile noch für den Hazel hier, für den kaputten PC. Licht mache ich einfach mal aus, beziehungsweise wir können es auch anlassen. Weil wir müssen ja noch bestellen. Wir müssen ja in der nächsten Folge noch bestellen. Wir beenden den Tag noch nicht. Bis dahin, bevor ich mich noch länger verquatsch. Macht's gut und ciao.